Ja, hallihallo, hallöle, liebe Fans von Herr Peter erklärt. Heute mit einer Folge Herr Peter rechnet Abschlussprüfungen. Ich bin ja gerade mittendrin, die Abschlussprüfung 2017 mal durchzurechnen, den Haupttermin. Im Abspann findet ihr euch Links zu den ganzen anderen Videos. Es ist noch eine Abschlussprüfung nach dem alten Lehrplan. Das heißt, hier sind auch die ganzen Längen, Streckenbezeichnungen vorhanden, die früher waren. Die Struktur ist auch ganz anders. Es ist jetzt hier also eine große Aufgabe gewesen. Und hier war jetzt die große Aufgabe, eine Parabel. Ja, was weiß man hier? Wir gehen es halt jetzt mal der Reihe nach durch. Es ist jetzt angegeben, wir haben eine Parabel, die verläuft durch die Punkte P und Q. Also wir kennen zwei Punkte. Man weiß zudem auch die Gleichung der Parabel. Zwar nicht die ganze, sondern in dem Fall ist nur B bekannt. Und zudem gibt es noch eine Gerade. Und jetzt ist die erste Aufgabe, dass man mal die Werte von A und C berechnen soll. Nachvollziehbar wohlgemerkt. Und dann halt damit die Gleichung der Parabel rausfinden soll. Ja, so fangen viele Parabelaufgaben an. Also jetzt hier habe ich den Fall, ich kenne zwei beliebige Punkte. Und zudem wissen wir noch, dass die Gleichung die Form y a mal x² plus 0,5x plus c besetzt. Ja, wie geht man da vor jetzt, um auf die Gleichung der Parabel zu kommen? Man macht Folgendes. Also das ist jetzt, wie gesagt, von der Abschlussprüfung 2017 die Aufgabe B1 des Haupttermins. Um jetzt hier auf die Gleichung der Parabel zu kommen, müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst ein lineares Gleichungssystem aufstellen. Das heißt, man stellt jetzt hier ein erstens, zweitens auf und macht nun Folgendes. Man setzt jetzt hier die Koordinaten der Punkte hier ein. Also was hier auch bekannt ist, sind die Nullstellen der Funktion. Also die sind jetzt hier bekannt. Ich setze die Koordinaten der Punkte P und Q jetzt hier einfach stur ein. Das heißt, für y müssen wir schreiben 0. Also steht da 0 ist gleich. So, jetzt haben wir a mal minus 3 zum Quadrat. Das kann man gleich ausrechnen. Minus 3 zum Quadrat ergibt bekanntlich 9. Also geht es los mit 9a. So, dann haben wir plus 0,5x. Für x müssen wir wieder minus 3 einsetzen. 0,5 mal minus 3 ergibt bekanntlich minus 1,5. Also liefert uns das jetzt ein 9a minus 1,5 plus c wäre jetzt die erste Gleichung. Für die zweite müssen wir auch hier für y natürlich die 0 einsetzen. Für x² müssen wir jetzt hier für x 5 einsetzen. 5 Quadrat ist 25. Also geht los mit 25a. Gut, dann müssen wir 1/2 mal 5 rechnen. 0,5 mal 5 ist bekanntlich plus 2,5. Jetzt haben wir hier auch den Fall, dass da steht plus c. Also habe ich jetzt zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten a und c. Ja, wie könnte man jetzt ganz schnell rausfinden, was dementsprechend nun hier zu machen ist. Nun denn, nachdem jetzt hier bei beiden steht plus c, kann man Folgendes machen. Man subtrahiert die zweite Gleichung von der ersten und dadurch habe ich hier c minus c und damit fällt es weg. Also ich rechne jetzt hier erstens minus zweitens. Das liefert mir 0 minus 0, soll klar sein, ist 0. 9 minus 25 ergibt natürlich dann 25 minus 9 ergibt ein 16a und zwar ein minus 16a. Dann minus 1,5 minus 2,5 ergibt bekanntlich ein minus 4 und c minus c wird 0 ist weg. Ja, was machen wir jetzt noch? Wir rechnen jetzt plus 16a. Damit weiß ich, dass 16a nichts anderes ist minus 4. Also dividieren wir nun durch die Zahl 16. Also haben wir minus 4 Sechzehntel und 4 Sechzehntel ist gekürzt 1 Viertel. Also haben wir schon minus 0,25 für unser a, wenn wir uns nicht verrechnet haben. Schauen wir nach. Passt. Also das a muss auch minus 0,25 sein. Also sehen wir, das passt. Das ist toll. Das haben wir schon. So, jetzt müssen wir noch c rausfinden. Um c rauszufinden, nimmt man jetzt hier dieses a und setzt es entweder in die erste oder in die zweite Gleichung ein. Das heißt, wir setzen jetzt das a in die erste mal ein. Ihr könnt es auch in die zweite einsetzen. Kupf wie getupft. Also, was steht dann da? 9 ist gleich, 0 ist gleich 9 mal minus 0,25. So, minus 1,5 plus c.
Wer da natürlich jetzt sagt, ich kann das nicht ausrechnen, nimmt seinen Taschenrechner. Also, ich habe jetzt hier mal den ganz alten Casio, weil ich habe leider den weißen Casio in der Schule und den neuen Taschenrechner, den es jetzt gibt, habe ich ja auch in der Schule. Aber mit dem kann man es genauso rechnen. Also, wir rechnen mal, also minus 0,25. Also, das ist schon eine Rarität, dieser Taschenrechner. Vielleicht, also den haben schon viele Schülergenerationen gehabt, bis der Weiße kam. Auch hier natürlich der Hinweis, versteckte Werbung jetzt natürlich für den Casio, aber ich brauche ja einen Taschenrechner zum Rechnen. Und das war so ein Alter, den es schon gar nicht mehr gibt. Der hat noch nicht so viel gekonnt wie neuere. Ja, kommt raus, minus 3,75. Schauen wir mal, was soll denn da rauskommen? Oh ja, plus 3,75, das muss natürlich auch sein. Warum? Ich habe jetzt hier 0 ist ja minus 3,75 plus C. Ich will aber C haben, also rechne ich plus 3,75. Und damit habe ich dann, dass 3,75 C ist oder ich drehe es. Also ist C natürlich 3,75. Damit sind wir jetzt in der Lage, unsere Parabel anzugeben. Daraus folgt, dass die Parabel P die Gleichung besitzt. Y ist gleich minus 0,25 x, was ist es, plus 0,5 x Quadrat natürlich, plus 0,5 x plus 3,75. Das ist die Gleichung meiner Parabel. Was immer noch bekannt ist, ist natürlich die Gleichung der Geraden g. Die Gleichung der Geraden g soll lauten, y ist gleich minus 0,1 x minus 2. Ja, damit haben wir schon den ersten Part. Jetzt geht es darum, natürlich herauszufinden, dass man da jetzt die Gerade g sowie die Parabel einzeichnen soll in ein Koordinatensystem. Der Platzbedarf ist angegeben. Unser y soll gehen von minus 5 bis 5 und das x soll gehen von minus 5 bis 8. Also nimmt man sich den Bleistift. Zeichnungen macht man ja immer mit Bleistift. Wir fangen hier an und schauen, ich würde halt als erstes jetzt das y nehmen. Ja, y soll gehen von minus 5 bis 5 und das x soll gehen von minus 5 bis 8. Also was machen wir? Wir schauen erstmal hier, dass wir die minus 5 ein bisschen haben. Also das müsste jetzt hier irgendwo, muss der Mittelstrich sein. Und jetzt nehme ich mein Geodreieck und zeichne als erstes immer das y. Für sowas habt ihr dann in der Abschlussprüfung für die Zeichnung immer ein extra Blatt, also bei den großen Aufgaben ist es bei uns so, bekommt man für jede Zeichnung, die man da machen soll, für die großen Aufgaben ein extra Blatt, dass man nicht so oft hin und her blättern muss. Gut, also wir fangen an natürlich mit 5 und jetzt hier schön sauber zeichnen. Also das geht ja ohne Probleme, indem man da einfach kleine Striche zeichnet, circa 1 mm links, 1 mm rechts. Und dann schreibt man immer links von der Y-Achse diese Zahlen hin. Also manche habe ich jetzt gesehen, die schreiben es aus irgendeinem Grund rechts hin. Habe ich noch nie gesehen, also möchten wir wissen, wo sie das gesehen haben. Also Zahlen schreibt man eigentlich immer links von der Y-Achse und unter die X-Achse. Ja, unsere X-Werte sollen gehen von minus 4, 5 bis 8. Also hier minus 5, 1 drüber, 7, noch einen Zentimeter raus, dass man die 8 auch einzeichnen kann. Und dann hat der eigentlich, seht ihr, ziemlich schnell auch das Koordinatensystem gezeichnet. 4, 5, 6, 7, 8. Und hier minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Und jetzt sollen wir die Gerade und die Parabel einzeichnen. Ja, um die Gerade g zu zeichnen, man kann natürlich mit dem Taschenrechner eine Wertetabelle erstellen, der neue Taschenrechner, mit dem ist man ja sogar in der Lage, zwei auf einmal zu erstellen, dann könnt ihr natürlich auch die Gleichung der Geraden g in den Taschenrechner mit eingeben. Man kann sie allerdings auch sehr schnell zeichnen. Warum? Der erste Schritt ist, wir setzen für x mal den Wert 0 ein. Naja gut, wenn ich jetzt für x den Wert 0 einsetze, dann habe ich natürlich minus 0,1 mal 0 fällt weg. Also haben wir hier das t schon mal bei minus 2. So, jetzt brauchen wir noch irgendeine Zahl, die man schön einzeichnen kann. Naja gut, da steht ja jetzt minus 0,1 mal x. Naja gut, wenn ich zum Beispiel 5 einsetze für x, hätte ich minus 0,1 mal 5, ergibt minus 0,5. Und minus 0,5 minus 2 ergibt minus 2,5. Also haben wir bei 5 den Wert minus 2,55 da.
Gut, wer das natürlich nicht weiß, zur Kontrolle könnt ihr natürlich auch die Geradengleichung mit der Tabellenfunktion eingeben. Ich habe jetzt hier den alten Casio noch, bei dem ist es so, naja, da muss man jetzt hier Mode drücken und der hat noch nicht so viele Funktionen, also in dem Fall könnten wir jetzt hier die Wertetabelle erstellen zur Kontrolle, also wenn ich jetzt für die Geradengleichung eingebe, da ist auch das X ein bisschen versteckt gewesen, also da, der hat noch nicht die schöne X-Taste, sondern da hat man hier erst das X aktivieren müssen. Also so, mit der Klammer Zu-Taste, minus 2, ja lang ist her. Naja, Startwert nimmt man die 0, Endwert nimmt er irgendeinen, 8 zum Beispiel, steht weiter 1 und dann stellen wir auch fest, bei 0 haben wir minus 2, bei 5 habt ihr minus 2,5, also alles richtig gemacht. Das wäre jetzt die gerade G und dann zeichnen wir die schön sauber ein. Ja, natürlich klar, um die Parabel einzuzeichnen, müssen wir natürlich jetzt die quadratische Funktion in den Taschenrechner eingeben. Früher war das nicht so einfach, da hatte der Taschenrechner gar keine Tabellenfunktion. Da musste man nach und nach alle Werte erstmal einsetzen und sich eine Wertetabelle erstellen und dann übertragen. Das ist jetzt weg, weil das schafft jetzt der Taschenrechner. Also in dem Fall, also ich gebe die genauso ein. Wir geben also ein, minus 0,25. X zum Quadrat, da hat ja jetzt euer Taschenrechner eine schöne X-Taste, plus 0,5, in dem Fall muss ich es jetzt so machen, plus 3,75 und Startwert nimmt man jetzt hier genau das, was man machen soll, also soll ja von minus 4 die Werte gehen, Endwert ist 7 und hier da heißt es dafür noch Schrittweite war 1, mittlerweile steht da Incre, 1 lassen wir, also und damit können wir das auch jetzt einzeichnen. Muss man halt jetzt die Werte schön sauber übernehmen. Bei minus 4 haben wir minus 2,25. Das wäre jetzt hier. So, bei minus 3 ist es der Wert 0. Bei minus 2 ist es 1,75. So. Ja, dann brauchen wir den Wert bei minus 1. Können wir ja scrollen hier. Bei minus 1 haben wir den Wert 3, bei 0 ist es 3,75. Und ihr seht schon, also jetzt kommt dann da auch eine schöne Parabel raus. Weiß ich nicht. Ja, dann bei 0 ist es 3,75. Und wir stellen fest, bei Wert 1 haben wir jetzt hier den Wert 4. Und jetzt sinken die Werte wieder, und zwar auch schön symmetrisch. Also man hat jetzt auch den Scheitel der Parabel gefunden. Ja, also haben wir jetzt noch hier 3,75, dann hier und jetzt muss man es halt schön symmetrisch wieder runterzeichnen und dann, wenn ihr die Werte schön gezeichnet habt, man soll es zeichnen bis 7, also bei 6 haben wir minus 2,25 und bei 7 sind wir noch bei minus 5, also passt genau hin, 7 minus 5. Und bei 6 haben wir minus 2,25, also hier. Und dann zeichnen wir hier schön freihändig die Parabel durch. Also das schafft man dann mit Übung. Also wir fangen an, ziehen das hier schön sauber durch. Die lässt sich auch schön zeichnen wegen dem. Und dann hier wieder schön nach unten zeichnen. Und weil die Parabel P heißen soll, tut man auch hier natürlich ein P angeben. Ja, damit haben wir es geschafft. Wir sind jetzt hier, also haben wir auch die schöne Parabel gezeichnet. Gut, wie geht's weiter? Also wir haben jetzt hier die Parabel gezeichnet. Jetzt haben wir eigentlich erstmal die 1,1 geschafft. Also ein riesen Aufwand eigentlich zeitlich, wenn man es schön sauber macht, für 4 Punkte. Gut. Jetzt kommt Lesekompetenz. Jetzt soll man da Figuren einzeichnen und zwar zwei Parallelogramme. Letztendlich, das ist jetzt auch 2 Punkte wert. Man muss halt genau lesen. Gut, das erste heißt, also wir haben Punkte AN und BN auf der Geraden, haben die gleiche Abszisse X. Abszisse X, muss man wissen, ist der Fachbegriff für X-Wert. So, jetzt sollen das Eckpunkte von Parallelogrammen werden. Und man weiß, der Punkt CN liegt ebenfalls auf der Geraden G. Und die Abszisse X, also der X-Wert der Punkte CN, ist immer um 2 größer als die Abszisse X der Punkte BN. Und jetzt sollen wir die Parallelogramme zeichnen für X ist minus 2 und für X gleich 3. Das heißt, man nimmt jetzt hier die Zeichnung und die Punkte AN
sollen ja auf der Parabel liegen. Das heißt, der Punkt A1 auf der Parabel, wenn es x minus 2 ist, sollte klar sein, der ist dann hier. Ich mache es mal bunt. Also hier ist der Punkt A1. Der muss da sein. So, es heißt ja jetzt noch, dass der Punkt Bn auf der Geraden ist. Er hat den gleichen x-Wert. Also geht man hier schön sauber runter. Das heißt, hier ist der Punkt B1. So, jetzt sollen wir es noch für x gleich 3 zeichnen. Das heißt, da muss natürlich jetzt der Punkt A2 sein. Und hier runter auf der Geraden, da muss jetzt der Punkt B2 sein. So, jetzt heißt es noch, die Abszisse x der Punkte Cn, also der x-Wert, ist immer um 2 größer als die Abszisse x der Punkte Bn. Nun denn, also wenn natürlich die Punkte Cn liegen auch auf der Geraden. Das heißt, wenn ich jetzt hier natürlich, dass der x-Wert ist meiner Punkte Bn, also in dem Fall B1, ist natürlich hier der x-Wert um 2 größer, sind wir hier bei 0, das muss so sein. Also ist hier der Punkt C1. Auch hier, der x-Wert soll um 2 größer sein, also muss er natürlich, wenn wir hier bei 3 sind, muss jetzt hier der Punkt C2 sein. Und was ich jetzt mache, ist, ich zeichne hier schön sauber die Parallelogramme. Gut, jetzt kann er natürlich hier euer Geodreieck hernehmen. Parallelogramme zeichnen sich ja dadurch aus, dass die Seiten parallel sind. Gut, ich nehme also jetzt mein Geodreieck und messe einfach mal die Länge hier hoch. Das sind so circa jetzt 3,5. Also mache ich Folgendes, ich gehe auch hier schön sauber die 3,5 nach oben und damit habe ich hier noch meinen Punkt D1. Ja, damit habe ich das erste Parallelogramm. Fürs zweite Parallelogramm mache ich Folgendes, ich nehme auch hier die Strecke, ich messe die, die werden jetzt hier circa 5,4 cm circa, also gehe ich auch hier die 5,4 cm nach oben circa, also hier so und dann hier, na, jetzt habe ich mich ein wenig verzeichnet, 5,4 wohlgemerkt, also so und damit haben wir auch hier noch unser zweites Parallelogramm. Ja, dann schauen die schon mal so aus, das heißt hier ist noch der Punkt D2. Und damit hätte man jetzt hier auch auf jeden Fall 2 Punkte. Ja, wer sich jetzt fragt, wie wird denn das insgesamt bepunktet? Also das wären jetzt 2 Punkte. Gut, soll klar sein. Dann wird es so sein, man hat jetzt ja oben noch 4 Punkte. Dementsprechend wäre es hier jetzt so, von den 4 Punkten würde ich die jetzt wie folgt vergeben. Einen halben auf das schon mal, einen halben da. Einmal einsetzen hier, einmal A berechnen, hier sauber nachvollziehbar das C berechnen, einen auf die Parabel, einen halben noch auf die Gerade und das sind jetzt hier auch 1, 2, 3, 4 Punkte. Das heißt, von dieser Abschlussprüfung hätte man so jetzt schon 6 Punkte machen können. Ja, gut, schauen wir uns das nächste an. Jetzt sollen wir hier rausfinden, letztendlich geht es jetzt ums Rechnen. Man soll die Länge der Strecken A und B in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte AN berechnen. Ja, gibt 2 Punkte drauf. Also das ist wirklich ein tolles Geschenk. Man muss nämlich wissen, da gibt es eine ganz einfache Regel. Wenn ich jetzt hier diese Streckenlänge berechnen möchte, ich soll die Streckenlänge A und B berechnen, habe ich den Fall, dass meine Punkte gleiche Abszisse besitzen. Das heißt, wenn die Punkte gleiche Abszisse haben, komme ich immer auf die Streckenlänge, indem man von der y-Koordinate des oben liegenden Punktes die des unten liegenden Punktes subtrahiert. Letztendlich, da käme er drauf, indem er mit Vektoren arbeitet und der Länge einer Strecke. Warum? Ich könnte hier von unten nach oben mir den Vektor BA nehmen. Der Vektor BA ist letztendlich x minus x, das wäre 0. Und dann müssen wir hier die y-Koordinate minus die untere machen. Ja, also ich hätte hier in meinem Vektor die Koordinate 0 drin. Und wenn ich natürlich die Quadrate der Vektorkoordinaten addiere und dann davon die Wurzel nehme, dann lande ich eigentlich immer bei der Länge einer Strecke und das Quadrat von 0 ist natürlich 0 und letztendlich die Wurzel von dem Quadrat
Von dem ergibt natürlich nichts anderes wie oben minus unten. Also bei gleicher Abszisse macht man immer Folgendes. Das muss ich euch einbrennen. Das kommt auch mittlerweile fast nur noch dran, häufig in der Abschlussprüfung. Wenn ihr jetzt die Streckenlänge ausrechnen sollt, a, n, b, n, in Abhängigkeit von x, muss man immer von der y-Kanal des oben liegenden Punktes, das heißt in dem Fall oben wäre jetzt der Punkt a, der liegt auf der Parabel, also müsst ihr diese 0,25x² plus 0,5x plus 3,75 nehmen. Und von der muss man jetzt die y-Kanade der Punkte bn subtrahieren. Also, und das ist ja in dem Fall die Gleichung der Geraden. Ganz wichtig, die Klammer dürft ihr nicht vergessen, weil dadurch habt ihr natürlich jetzt hier einen Vorzeichenwechsel drin. Das heißt, ich habe jetzt hier minus 0,25x² plus 0,5x plus 3,75 plus 0,1x plus 2. Und wenn ich das natürlich jetzt zusammenfasse, kommt raus 0,25x² plus 0,6x plus 5,75. Und weil man jetzt im Koordinatensystem ist, nimmt man hier für Längen Längeneinheiten. Ja, wenn man sich jetzt hier das Teilergebnis anschaut, das ist auch so angegeben. Hier gab es zwei Punkte drauf. Also das ist ein Geschenk. Das habe ich auch schon häufiger gesehen. Da ist sowas nur einen Punkt wert. Ja, das war jetzt sogar zwei Punkte wert. Das heißt, na, wie vergibt es die zwei Punkte? Einmal schon mal, dass man da halt den Ansatz hat. So. Und dann nachvollziehbar jetzt halt da noch draufkommt von der Form her. Also das waren sogar zwei Punkte, also ich frage mich, wieso, weil theoretisch, wenn man das richtig so hinschreibt und nimmt es dann gleich ab, könnte man ja im Kopf, hätte man es auch, also da hat es zwei Punkte drauf gegeben, fand ich schon toll, also das waren wirklich zwei geschenkte Punkte. Ja, das sind übrigens jetzt so Pflichtpunkte, also 8 Punkte jetzt, also da kann man schon von diesen 8 Punkten, wenn man gut arbeitet, sollte man schon 6 mitnehmen. Gut, dann lassen wir die nächste Aufgabe auf uns wirken. Ja, jetzt sollen wir prüfen, ob es unter den Parallelogrammen ein Parallelogramm mit einem Flächeninhalt von 13 Flächeneinheiten gibt. Ja, drei Punkte gibt es da drauf. Ja, wie könnte man das jetzt prüfen? Nun denn, man soll ja jetzt den Flächeninhalt prüfen, also sollte man vielleicht überlegen, hey, wie komme ich denn eigentlich allgemein auf den Flächeninhalt? Und wenn ich mir das ja so anschaue, die Flächenformel für ein Parallelogramm ist ja immer Grundseite mal Höhe. Und wir haben ja hier letztendlich den Fall, dass diese Abszisse hier immer um 2 größer ist. Egal ob hier, hier, das sind immer 2 Längeneinheiten. Das muss so sein. Naja, also was ist denn dann eigentlich bei den Parallelogrammen? Das hier, das ist ja nichts anderes wie die Höhe. Und wer natürlich jetzt nicht sicher ist, schaut mal in der Formelsammlung nach. Der wird dann finden, aha, der Flächenformel vom Parallelogramm ist immer die Grundseite mal die Höhe. Nun denn, die Grundseite haben wir ja in Abhängigkeit von x. Die Höhe ist jetzt 2. Also bin ich natürlich jetzt hier ohne Probleme in der Lage, mir mit dem den Flächeninhalt in Abhängigkeit von x auszurechnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Flächeninhalt in Abhängigkeit von x ausrechnen möchte, dann können wir also jetzt hier bei der 1, 4 rechnen. Der Flächeninhalt der Parallelogramme in Abhängigkeit von x ist die Grundseite, das wäre in dem Fall also die minus 0,25x² plus 0,6x plus 5,75. Und das müssen wir mal Höhe rechnen, mal 2. Also 2 mal minus 0,25 ergibt minus 0,5x² plus 1,2x plus 5,75 verdoppelt. Wenn ich das jetzt, gehen wir wieder zurück. Also hier in die Rechnung 5,75 mal 2 ergibt 11,5. Hätte man natürlich auch zur Not im Kopf schaffen können, war ich jetzt zu faul dazu. In dem Fall jetzt Flächeneinheiten. Ja, das ist der Flächeninhalt der Parallelogramme in Abhängigkeit von x. Und jetzt heißt, man soll prüfen,
ob es eins gibt. Also da soll man nicht ausrechnen, für welche Werte von x man den Flächeninhalt erhält, sondern man soll letztendlich nur prüfen, ob es eins gäbe. Also der Flächeninhalt soll 13 Flächeneinheiten sein. Also was, dann muss das natürlich die 13 Flächeneinheiten ergeben. Ja, und damit habe ich natürlich etwas Interessantes. Ich setze also das gleich 13. Ich habe hier eine quadratische Gleichung und da sollte man natürlich wissen, quadratische Gleichungen löst man mit einer Formel, die eure Eltern vermutlich auch noch kennen oder schon mal was von der gehört haben, mit der Mitternachtsformel. Die heißt natürlich nicht Mitternachtsformel, sondern eigentlich ist der Fachbegriff die Lösungsformel für quadratische Gleichungen. Damit man die anwenden kann, muss man diese quadratischen Gleichungen immer erst auf die Form ist gleich 0 bringen. Und dann kann man d berechnen und jetzt stelle ich fest, naja, wenn es d kleiner ist als 0, gibt es keine Lösung, gleich 0 eine Lösung, d größer 0 zwei Lösungen. Das heißt, es gibt natürlich dann ein Parallelogramm, wenn das d entweder 0 ist oder es ist größer 0. Also schauen wir als erstes, dass wir jetzt hier rechnen minus 13. Damit weiß ich, dass minus 0,5x² plus 1,2x plus 11,5, ups, muss ich ja noch 11,5 minus 13 rechnen. Naja, 11,5 minus 13 soll klar sein, kommt 1,5 raus. Also minus 1,5 ist gleich 0. Unser nächster Schritt ist natürlich jetzt hier in dem Zusammenhang d berechnen. Also dementsprechend d wäre jetzt b Quadrat, also 1,2 zum Quadrat, minus 4 mal minus 0,5 mal minus 1,5. Das rechnen wir aus. Also man gibt es einfach in Taschenrechner ein. 1,2 zum Quadrat minus 4 mal minus 0,5 mal minus 1,5. Und damit stellen wir fest, kommt jetzt raus, minus 1,56. Naja, gut, damit ist es d kleiner als 0, also gibt es keine Lösung für diese quadratische Gleichung. Also kann man hinschreiben, da d kleiner 0 gibt es kein Parallelogramm mit einem Flächeninhalt von 13 Flächeneinheiten. Also das muss so sein, weil d kleiner ist als 0. Ja, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Also schön schon mal gehabt jetzt hier. Also wir wissen jetzt, die 1,4 haben wir gecheckt. Also kommen wir jetzt zur 1,5. Da heißt es jetzt, es soll jetzt Rauten geben. Ja. Gut, muss man natürlich überlegen, wenn das Rauten sind, ja was ist denn das Besondere bei Rauten? Bei Rauten sind ja immer dementsprechend zwei Seiten parallel und gleich lang. Also Rauten ist ja das Viereck-Parallelogramm, bei dem alle Seiten gleich lang sind. Gut, jetzt wenn man sich das natürlich mal anschaut, in unserer Aufgabe haben wir natürlich jetzt hier den Fall, die Gerade ist ja immer gleich. So, wo ist denn jetzt mein Bildchen hingekommen? Da. Also, was hier eigentlich alle gemeinsam haben ist, natürlich, wenn das jetzt hier 2 ist, hier, ich habe hier natürlich meine 2, also habe ich hier letztendlich immer die gleiche Gerade. Also letztendlich diese Strecke muss bei beiden das gleiche sein. Jetzt muss ich also nur rausfinden, wie lang ist denn diese Strecke da. Und um jetzt hier rauszufinden, wie lang diese Strecke ist, müsst ihr eigentlich erstmal euch überlegen. Wir nehmen jetzt einfach mal eines her und überlegen uns, Mensch, der Punkt B1, was hat denn der für Koordinaten und welche Koordinaten hat denn dieser Punkt C1? Kann man ja mal hernehmen, das gilt ja für alle das Gleiche. Also das nehmen wir mal an, das rechnen wir mal aus. Also wir haben jetzt hier erstmal
unsere Koordinaten der Punkte B1 und C1. Die würde ich als erstes mal ausrechnen. So, also, was hat der Punkt B1 für Koordinaten? Gut, er hat ja als x-Koordinate hat er den Wert minus 2. Das ist ja vorgegeben. Also haben wir hier minus 2 für die x-Koordinate. Damit ich auf die y-Koordinate komme, muss ich rechnen. Minus 0,1. Also wir rechnen jetzt hier. Minus 0,1 mal minus 2. Und das jetzt hier minus 2. Das liefert uns ein minus 1,8. Also da ist es. So, der Punkt C1 hat natürlich hier die Koordinate 0. Und wenn ich 0 einsetze, habe ich jetzt hier den Wert minus 2. Damit sind wir natürlich in der Lage, den Vektor von B zu C auszurechnen. Und das ist der Vektor, allgemein ist eigentlich immer der gleiche Vektor. Also der Vektor BNCN, der ist eigentlich immer identisch. So, jetzt hört er draußen Kirchengeläut. Das heißt, es ist jetzt gerade 9 Uhr. Ich mache mal kurz Pause, weil das Gebimmel da, das braucht kein Mensch jetzt. Gut, das Fenster habe ich jetzt zugemacht. Dadurch ist das Gebimmel, also die Glockengeläut von 21 Uhr, ein bisschen weniger. Ja, können wir einen Vektor ausrechnen? Ein Vektor ist ja immer Spitze minus Fuß. Spitze wäre in dem Fall C. 0 minus minus 2 ist natürlich 2. Und wenn ich jetzt noch rechne, minus 2 minus minus 1,8, habe ich jetzt hier ein minus 0,2. Und dieser Vektor ist immer der gleiche. Damit sind wir jetzt in der Lage, die Länge der Strecke BNCN zu berechnen, indem ich jetzt die Quadrate der Vektorkoordinaten bilde und das hier unter die Wurzel schreibe. Gut, ihr könntet natürlich auch eine Formel nehmen, das zeige ich euch auch gleich. Also so. Also haben wir unter der Wurzel 2 zum Quadrat plus, Klammer auf, minus 0,2, Klammer zu, zum Quadrat. Das liefert uns jetzt ein 2,01 und es steht auch als Teilergebnis da. Also haben wir jetzt hier schon mal 2,01 Längeneinheiten für die Länge der Strecke BNCN. Gut, wer nicht die Länge der Strecke mit dem Vektor ausrechnen möchte, den hilft natürlich auch ein bisschen die Formelsammlung. Ihr könnt die Formelsammlung hernehmen und man blättert halt erstmal ein bisschen rum und dann stellt man fest, irgendwo dann ein bisschen weiter hinten dann kommen da tolle Sachen. Und zwar hier eine Formel, die heißt die Länge einer Strecke. AB ist XB minus XA zum Quadrat plus YB minus YA zum Quadrat. Das heißt, ihr könnt natürlich auch diese Formel hernehmen, um die Längen von Strecken im Koordinatensystem zu berechnen. Das heißt, in dem Fall, wenn man das einfach mal überträgt, da heißt es ja XB minus XA. Also könnt ihr Folgendes machen. Ihr fangt an einfach mit, in dem Fall jetzt C, wäre halt jetzt in dem Fall das, was da B ist. Also in dem Fall müsstet ihr jetzt eure Klammer aufmachen und man fängt an mit den Xen. Also habt ihr hier minus 2, 0 oder minus 2 geht genauso. Also ihr nehmt hier minus 2 minus 0 zum Quadrat plus, dürft halt die Reihenfolge nicht verändern, minus 1,8 minus minus 2. Minus minus 2 wird zu plus 2 zum Quadrat. Und wenn ihr das einsetzt hier, dann werdet ihr feststellen, naja gut, ne, könnt ihr auch einsetzen, wobei dann kann man das einfach als stur so eintippen, dann auch mit 0 geht es natürlich, man drückt die Wurzeltaste, man macht die erste Klammer auf, ihr gebt ein minus 2 minus 0, Klammer zu, zum Quadrat plus, in dem Fall jetzt die zweite Klammer, minus 1,8 plus 2, Klammer zu, zum Quadrat und dann werdet ihr sehen, ey, toll, kommt auch 2,01 raus. Ich würde aber eher mit dem Vektor arbeiten, den braucht man manchmal eh dann noch, um Flächen zu berechnen im Koordinatensystem. Oder ihr nehmt diese Formel Länge einer Strecke. Entscheidend ist aber, ihr braucht die Koordinaten der Punkte, weil sonst wird es eher schwer. Ja, damit wissen wir jetzt also, das ist die Strecke BNCN. Naja gut, es sollen ja Rauten sein. Naja gut, wenn das natürlich jetzt Rauten sind,
haben die natürlich gleich lange Seiten. Das heißt, ich muss halt hier nochmal mit der Mitternachtsformel arbeiten. Also muss jetzt hier dieses minus 0,5 x Quadrat, also die Länge der Strecke a in bn. So, die halt Fehler, piep, 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 komplett falsch. Das wäre jetzt der Flächeninhalt. Auf keinen Fall den nehmen. Damit es Rauten sind, muss natürlich gelten, dass für dementsprechend die Länge der Strecke a n b n, die muss genauso lang sein wie die Länge der Strecke b n c n. Weil dann sind es ja Rauten. Also ich hätte jetzt nicht die Fläche genommen, das wäre natürlich falsch. Also dieses 0,25 x Quadrat plus 0,6x plus 5,75, das soll jetzt gleich sein 2,01. Dementsprechend der erste Schritt wieder, wir rechnen minus 2,01, weil wir sollen ja das jetzt hier erstmal auf ist gleich 0 bringen. So. Gut, ich bin jetzt ein bisschen faul, also da käme natürlich jetzt raus 3,74, also 5,75 minus 2,01 ergibt 3,74, also plus 3,74 ist gleich 0. Was machen wir jetzt? Wir berechnen d. D ist b Quadrat, also 0,6 zum Quadrat minus 4 mal minus 0,25 mal 3,74, also 0,6 zum Quadrat minus 4 mal minus 0,25 mal 3,74 liefert uns 4,1. Damit können wir jetzt hier x ausrechnen. Jetzt sollen die Punkte heißen 3 und 4. Also schreiben wir hin, x3-4 ist gleich. Es heißt immer minus b, also in dem Fall minus 0,6 plus minus Wurzel d, also Wurzel aus 4,1 durch 2a. So. Und jetzt nimmt man sich also seinen Taschenrechner her, tippt das zweimal ein, da drückt man die Wurzeltaste und einmal minus 0,6. Ich fange immer an mit dem Minus zuerst. Minus Wurzel 4,1 durch 2 mal minus 0,25 liefert uns schon mal hier ein 5,25. Also der erste Wert, den merken wir uns, ist 5,25. Jetzt nehmen wir dementsprechend noch den zweiten her. Machen wir es mit Plus. Und mit Plus kommt raus minus 2,85. Also nehme ich hier als die minus 2,85 als ersten Wert. Und was war jetzt das zweite? 5,25, oder? Delete nochmal mit Minus zur Sicherheit. Ja, 5,25, damit habe ich es. Also ist mein x3 gleich Minus oder das, die zweite x-Koordinate ist 5,25 und die Lösungsmenge hier wären also jetzt hier minus 2,85 und 5,25. Und es heißt im Text, man soll die x-Koordinaten berechnen. Damit sind wir natürlich jetzt schon fertig, weil es heißt nicht, man soll die kompletten Koordinaten der Punkte berechnen. Wer das jetzt gesucht, müsstet ihr jetzt hier noch dieses x nehmen und zweimal in die Parabelgleichung einsetzen, damit ihr jetzt noch die y-Koordinate der Punkte a3 und a4 habt. So, gut. Also das hätten wir auch. Ja, dementsprechend dann können wir hier jetzt da das ausrechnen. Gut. Ja, bloß von wegen ausrechnen. Jetzt heißt die letzte Aufgabe noch, man soll begründen, dass es unter den Parallelogrammen kein Rechteck gibt. Ja, schauen wir uns doch einfach nochmal die Aufgabe an, die Zeichnung. Also jetzt soll man begründen, dass es unter den Parallelogrammen kein Rechteck geben kann. Ja gut,
Warum kann es denn da kein Rechteck geben? Wenn das ja ein Rechteck wäre, dann müsste ja dementsprechend hier da ein 90-Grad-Winkel sein. Nee, aber das geht ja gar nicht, weil es ist ja aufgrund von den Vektoren dementsprechend ist es natürlich so, dass mal gerade hier nach unten geht und diese Gerade, läuft ja schräg nach unten, also die läuft auf jeden Fall nicht parallel zur X-Achse. Ich sehe gerade, ich habe da das X vergessen. Ja, also meine Gerade ist nicht parallel zur X-Achse und deswegen kann es auch unter den Parallelogrammen dann dementsprechend keine Rechtecke geben. Also das muss man sich halt jetzt irgendwie hinschreiben. Also könnte man jetzt sagen, okay, da die Parallele G nicht parallel zur X-Achse ist und also die Steigung letztendlich hier dementsprechend nicht null ist von der Geraden, dann kann es auch kein Recht, kann es nichts geben, weil ja dementsprechend die Gerade AB parallel zur Y-Achse liegt. Also damit es Rechtecke gibt, müsste ja, weil die Strecke AB parallel zur Y-Achse ist, die Strecke BC parallel sein zur X-Achse und es geht ja gar nicht, weil die Gerade ja nicht die Steigung, keine Steigung von 0 hat. Also da müsste man halt das irgendwie begründen. Also was könnte man zum Beispiel hinschreiben? Also da die Strecke in dem Fall AB parallel zur Y, doch zur Y-Achse verlaufen. Müsste für ein Rechteck die Strecke müssten für ein Rechteck die Strecken BN, CN parallel zur X-Achse verlaufen. Allerdings ist das Problem, diese liegen allerdings auf der Geraden G. Diese liegen auf der Geraden G. Deren Steigung nicht null ist. Also, was habe ich denn da jetzt geschrieben? Deren Steigung nicht null ist. Ja, also das müssten wir irgendwie so begründen. Ja, damit sind wir durch. Also wir sehen jetzt hier knapp 45 Minuten gebraucht. Ja, wie wird man das jetzt bepunkten noch? Also es sind ja hier Punkte angegeben, also für die Aufgabe mit dem, dass man zeigen soll, dass es hier kein Parallelogramm gibt mit einem Flächeninhalt von 13 Flächeneinheiten, wäre der erste Schritt gewesen. Ihr rechnet erstmal die Fläche aus in Abhängigkeit von x. So. Dann setze ich es hier gleich, rechne es gleich 0, stelle fest, das d ist minus 1,56. Also gibt es keins, weil das d kleiner 0 ist. 3 Punkte. Dann fürs nächste hat es 4 Punkte drauf gegeben, dass man die Koordinaten herausfindet. In dem Fall hätte ich die jetzt so vermutlich vergeben, schon mal. Also erstmal da unten, dass man da drauf kommt, dass ich es gleich setze. Ein halber, ein halber. Einen halben, 1, 2, 3. Ja, und dann dementsprechend noch einen ganzen drauf, dass man halt da rausfindet, nachvollziehbar, wie was das BNCN ist, also dass man da drauf kommt. Damit hätte man hier jetzt die 4 Punkte. Ja, und letztendlich,
da jetzt, um zu begründen, dass es keins geben konnte, muss ich ja erkennen, okay, meine Strecken müssen parallel zur X-Achse, das heißt, dann müssten dementsprechend die parallel zur Y-Achse sind, allerdings dementsprechend liegen die aber auf der geraden G, deren Steigung nicht 0 ist, also ist es nicht möglich, also passt es so. Ja, schön. Und das war jetzt noch die Parabel und damit habt ihr, wenn ihr jetzt die Playlist anschaut, könnt ihr euch die alle anschauen. Die Angaben findet ihr, wie gesagt, auf der Seite www.esb.bayern.de. Hockt euch hin, rechnet es mal nach, probiert es ein bisschen und ja, in diesem Sinne viel Erfolg bei irgendeiner Abschlussprüfung, die ihr irgendwann mal schreibt.